Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zur englischen Woche. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das Ganze ist etwas kürzer gefasst, eben wegen der englischen Woche habe ich extrem wenig Zeit für die Videos und sie sollen ja auch rechtzeitig kommen. Deswegen jetzt einfach viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's mit Gladbach gegen Nürnberg und ja, bleibt fair in den Kommentaren. Für Borussia Mönchengladbach wäre es jetzt wichtig, vor der Winterpause nochmal zwei Dreier einzufahren. Jetzt zu Hause im Borussia-Park sollte es gegen den ersten FC Nürnberg zu den ersten drei Punkten von diesen sechs angestrebten reichen. Und sie hatten eine ganz gute Anfangsphase. Die erste Möglichkeit hier erstmal nach drei Spielminuten. Thorgan Hazard versucht es da, scheitert aber an Bredlo, der ist schnell genug unten und kann diesen doch straffen und scharfen Schuss parieren. Aber es war eine, wie gesagt, sehr gute Anfangsphase der Gastgeber. Strobel und wieder Hazard und diesmal trifft er auch. Sechste Spielminute, neuntes Saisontor für den Belgier. Und die verdiente Führung für die Gastgeber. Klasse Auftritt der Elf von Dieter Hecking. Und die Nürnberger waren hier erstmal desillusioniert. Keine gute Einstellung der Nürnberger hier zu Beginn. Und es ging böse weiter. Wieder Borussia Mönchengladbach. Neuhaus sieht Player, der mitgekommen ist. Und auch er erzielt sein neuntes Saisontor. 12. Spielminute, 2:0. Und jetzt wurde es bereits für den ersten FC Nürnberg zu einer richtig schwierigen, nahezu unmöglichen Aufgabe, weil Gladbach eben überragend drauf ist in dieser Saison. Zu Hause vor allem auch eine Macht ausstrahlt, die sagenumwoben ist. Es ging dann tatsächlich mit diesem 2:0 in die Pause, also 7. Minute Hazard, 12. Minute Player. Das war dann der Halbzeitstand und sie wollten dann schnell im zweiten Durchgang alles klar machen und griffen weiter an. Hazard, Cuisance, sieht Neuhaus, der an den Pfosten, Player passt aber auf, stand nicht im Abseits und mit dem Doppelpack entschied er diese Partie bereits in der 51. Spielminute. Nürnberg konnte einem jetzt auch schon leid tun, weil Gladbach auch überragend spielte, da klappte alles und selbst wenn mal der Pfosten im Weg stand, wie hier für Neuhaus, ist dann einer da und staubt ab. Muss man sich natürlich auch fragen, warum ist mit Player keiner mitgelaufen, aber der lauert auf sowas und hat dafür den Riecher. 3:0, also jetzt konnte es eigentlich nur noch in die Höhe gehen, beziehungsweise für Nürnberg darum, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren. Keine 10 Minuten mehr auf der Uhr, sie versuchten es zumindest einmal nach vorne zu spielen. Mateusz Pereira dann mit dem Pfosten ist auch nochmal sinnbildlich für diese Partie. Auf der anderen Seite für Gladbach in der Nachspielzeit nochmal die Möglichkeit zu erhöhen. Alassane Player sieht überragend den mitgekommenen Hazard, der scheitert aber an Bredlo und so bleibt es dann beim 3:0. Borussia Mönchengladbach macht eine richtig starke Partie zu Hause gegen den ersten FCN und kann sich dann verdient mit 3:0 am Ende des Tages durchsetzen. Die Pleite beim VfB Stuttgart tat Hertha BSC natürlich weh. Jetzt wollte man zumindest zu Hause im Olympiastadion gegen den FC Augsburg nochmal einen Dreier einfahren. Doch die Fuggerstädter waren hier besser aufgelegt. In der ersten Halbzeit hatten hier durch Kuh dann die Möglichkeit auf Bayer weiterzuleiten. Richter, Khedira im Zusammenspiel. Dann bekommt Khedira den Ball jetzt wieder von Bayer. Torunariga ist aber dazwischen und kann den gefährlichen Torschuss dann doch im Endeffekt entschärfen. Aber die Elf von Manuel Baum war gut drauf und versuchte es positiv nach vorne zu spielen. Torunariga ist hier mit der Brust dazwischen, konnte den Ball dann abwehren. Es war keine wirklich unterhaltsame erste Hälfte und wenn, dann kamen die Gäste mal gefährlich vors Tor. Finn Bogason und Bayer wurde ja ausgewechselt, weil er gelb-rot gefährdet war. Wichtig, dass er dabei war hier gegen die Hertha. So lag dann diese Möglichkeit in der Luft für Augsburg. Es ging aber mit dem 0:0 in die Pause. Glücklich für Hertha, weil sie nach vorne wirklich zu wenig investierten und hinten einmal Aluminiumglück hatten, dass es eben noch nicht 0:1 stand. Jetzt wurde die Elf von Paul Dardai aber stärker. Nach diesem Eckball bringt Darida die Flanke und Matthew Lecky macht den Kopfballtreffer. 55. Spielminute, zweites Saisontor für ihn. Und die Partie war erstmal auf den Kopf gestellt. Unglücklicher hätte es für Augsburg jetzt im zweiten Durchgang auch gar nicht durch oder anfangen können. Schöne Flanke von Darida, der zu spät Druck bekommt. Die ist dann haargenau gespielt und Lecky steht am ersten Pfosten und hält dann den Kopf hin. Muss gar nicht mehr viel machen. Steht einfach gut in der Luft und platziert ihn dann unhaltbar für Lute in die Maschen. 1:0 also für die Hertha, wie gesagt, sehr schmeichelhaft, doch Augsburg ließ sich davon nicht groß irritieren und spielte weiter positiv nach vorne. Es gab aber nicht mehr so viele Möglichkeiten. Hier kam sie nochmal, weil Lazaro den Ball nicht klären kann. Khedira rauscht dann ran, aber wirklich gefährlich wurde es dann auch für den FCA nicht mehr. Und jetzt konnte Hertha nochmal vorne was probieren und sie wurden dafür
dann auch irgendwie belohnt. Vedat Ibišević in der 81. Spielminute mit seinem 7. Saisontor machte er auf diese Partie den Deckel drauf. Hertha BSC gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2:0. Das ist nicht verdient gewesen, aber wenn man die Treffer macht, dann ist man der rechtmäßige Sieger. Und so war es hier am Ende des Tages. Ibišević bleibt dann vor Lute ganz cool. Ist eben auch die Abgezocktheit eines solchen Bundesligaspielers. Und so muss Augsburg mit leeren Händen nach Hause gehen. Die Elf von Pal Dardai hingegen kann sich über diese 3 Punkte freuen, auch wenn sie im Endeffekt doch recht schmeichelhaft ausfielen. Bei Wolfsburg zeigt die Kurve aktuell weit nach oben und so wollten sie auch gegen den VfB Stuttgart zu Hause den nächsten Dreier einfahren. Die letzten Wochen liefen bei der Elf von Bruno Labbadia überragend. Das ist dann hier Vechos, der den Ball mal bekommt und mit seiner Qualität den auch über die Linie bringen muss. Da fehlt im Endeffekt nicht viel, trotzdem muss er den einfach aufs Tor bringen und Zieler damit überwinden. Klappt in der Situation nicht. Viertelstunde, Eckstoß von der rechten Seite, wieder Vechos, der trifft aber nur den Außenpfosten. Jetzt kam auch noch Pech für ihn dazu. Aber die Wölfe machten hier einen guten Heimauftritt am Dienstagabend. Und vor der Pause wurden sie dann nochmal vorstellig. Giavogi sieht Ginczek. Durch Kämpf kommt der Ball irgendwie auf den Fuß von Joshua Giavogi und der macht dann tatsächlich das 1:0. Sein erstes Saisontor, hatte ja lange Verletzungsprobleme und ist jetzt erfolgreich für den VfL und kann damit die Pausenführung für die Gastgeber herausschießen. Stuttgart war nicht wirklich gut drin in dieser ersten Halbzeit und dann hat Kempf eben Pech, dass sein abgefälschter Ball vor die Füße von Giavogi rollt und der hat einen klasse Abschluss und lässt dann Zieler aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Schuss keine Möglichkeit mehr. Der Pausenstand an also ging auch so in Ordnung, der VfB eben nicht gut in dieser Partie und das sollte sich dann im zweiten Durchgang doch ändern, aus Sicht der Elf von Markus Weinziel. Und sie wurden jetzt stärker und auffälliger. Akolo sieht Gonzalo Castro, der kann da den Ball sehr gut behaupten. Dann erstmal eine Parade von Castils, die Situation noch nicht geklärt, Gonzales gegen Brooks und dann konnte die Szene entschärft werden. Starke Parade von Kuhn Castils und hier sehen wir, es war kein Handspiel von Brooks, das war die Brust. Doch die Gäste wurden noch stärker. Akolo setzt sich da gegen Brooks durch und kann dann den Ausgleich erzielen. 68. Spielminute, der verdiente Lohn für die Gäste für eine harte Arbeit im zweiten Spielabschnitt. 1:1. Also Shadrach Akolo macht das klasse, bekommt ihr den Ball, setzt sich dann gegen Brooks durch, setzt den Ball aber dann auch perfekt oben rein und für Castells aus der Distanz, wie schon vorhin auf der anderen Seite, gar nichts mehr zu parieren. Auch wenn es relativ knapp war, das 1:1 war in dieser Szene kaum zu verhindern für den Keeper. Und Stuttgart wollte jetzt mehr und hatte die Möglichkeit in der Nachspielzeit nochmal zu treffen. Akolo gewinnt den Ball von Udokai und dann in der Nachspielzeit der Kopfball von Castro, aber das ging dann doch recht weit am Kasten vorbei. Also Stuttgart hätte sich am Ende sogar noch mit dem Dreier belohnen können. Trotzdem werden sie mit diesem 1:1 bei formstarken Wölfen gut leben können. Gomez konnte heute nicht treffen. Trotzdem, die Elf von Markus Weinziel nimmt diesen Punkt aus Wolfsburg sicherlich sehr gerne mit. Fortuna Düsseldorf konnte den Sportclub Freiburg besiegen und das sollte jetzt gegen Borussia Dortmund auch auf irgendwelchen Umwegen klappen. Sie hatten ja zumindest gegen den FC Bayern einen Punkt mitnehmen können und jetzt auch den nächsten Hochkaräter wollten sie Punkte abluchsen, aber der BVB in dieser Partie klasse aufgelegt. Lucien Favre hatte mal wieder oder wie immer eigentlich die richtigen Worte gefunden. Rensing im Mittelpunkt dieser Anfangsphase. Klasse Tat in dieser Szene und es ging weiter. Jadon Sancho, überragende Einzelaktion. Paco Alcácer mit dem Abschluss dann. Rensing, diesmal musste er gar nicht so viel machen, stand einfach richtig. Aber dafür muss man auch erstmal bekannt sein, genau da zu stehen, wo der Ball dann hinkommt. 20 Minuten knapp gespielt, Paco Alcácer, der BVB machte hier einzig und allein die Partie, dann Guerrero und was ist das für eine Glanzreaktion von Michael Rensing, der Routinier mit einer super Partie, aber wie Guerrero das hier macht, sich den Ball hochnimmt, die Direktabnahme, das ist klasse und die Parade dazu, sensationell, klasse Szene von beiden Akteuren. Dann aber wurde es irgendwann zu groß, dieser Druck von Borussia Dortmund auf die Verteidigung der Düsseldorfer. 44. Spielminute, die Gäste waren dann endlich in Führung und das war hochverdient von Düsseldorf, zu wenige Akzente nach vorne und der BVB machte eine klasse Partie
führte dann diesen Einwurf hier relativ schnell aus. Reus hat die Übersicht, Jadon Sancho mit der Pike dann gegen die Laufrichtung und Ramsey kann sich dann zwar noch strecken, aber er kommt einfach nicht mehr ran, auch wenn er gar nicht so platziert war, aber wie gesagt, gegen die Laufrichtung ist das dann für einen Keeper immer relativ schwer zu handhaben. Es stand also hochverdient zur Pause 0:1, hätte auch höher ausgehen können oder ausfallen können, der Halbzeitstand. Dann aber mal was Erwähnenswertes, der Gastgeber Ruven Hennings nach 65 Spielminuten mit der Möglichkeit, den setzt er dann aber doch relativ deutlich am Kasten vorbei und der BVB wollte sich das hier nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Knapp über 10 Minuten noch zu spielen. Eckstoß, Witzel auf der Linie, Skisselmann, aber Paco Alcacer staubt ab und macht sein 12. Saisontor und damit war diese Partie dann entschieden. Der BVB mit dem 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf auch hochverdient. Es hätte noch höher stehen können. Die Düsseldorfer Fans konnten eigentlich gar nicht mal so unzufrieden mit ihrem Team sein. Die verteidigten leidenschaftlich, aber die Qualität war einfach nicht da an diesem Tag, weil der BVB eine Klasse oder zwei Klassen vielleicht sogar besser war. Und Paco Alcacer hat diese Schusstechnik, um den Ball direkt unter das Dach zu setzen. Die Partie war also entschieden, doch der BVB hatte noch nicht genug und spielte noch einmal nach vorne. 90. Spielminute, Axel Witzel, Delaney, Witzel, klasse Treffer, 0:3. Und jetzt wurde es für Düsseldorf bitter. In der Höhe wäre es aber auch durchaus verdient gewesen, denn Axel Witzel setzte hier noch einen drauf auf eine überragende Abendpartie des BVB. 90. Spielminute also und damit war dann alles klar. Der BVB konnte sich feiern. Rensing war etwas irritiert, aber gegen gute Abschlüsse ist dann auch nicht zu verteidigen. Klar, da hat Witzel auch viel zu viel Freiräume, aber es war eben die 90. Minute und Düsseldorf war nicht mehr so ganz auf der Höhe. Klasse Abschluss eines überragenden Abends des BVB und so gewinnen sie mit 3:0 bei Fortuna Düsseldorf. In der Höhe absolut verdient und dieser Dreier konnte die Machtdemonstration des BVB noch einmal unterstreichen. Schalke gegen Leverkusen. Ein Spiel in der englischen Woche. Zweier Teams, die absolut unzufrieden sind mit ihrer Hinserie und jetzt zumindest 6 Punkte am besten einfahren sollten, um die Hinserie dann irgendwie doch noch ein Stück weit harmonisch zu beenden. Die bessere Anfangsphase gehörte hier den Gästen. Bailey mit der überragenden Möglichkeit in der 7. Spielminute. Diese vergab er dann aber. Knapp 20 Minuten gespielt von Schalke, kam nach vorne wieder deutlich zu wenig. Und Kevin Volland hatte spätestens hier im Kopfballduell, dass er gegen Caligiuri gewinnen konnte, das 1:0 erzielen müssen. Fährmann schaut den Ball knapp am Lattenkreuz vorbei. Etwas über eine halbe Stunde gespielt, es gab auch immer wieder gefährliche Standards für Leverkusen. Bailey heute in der Startaufstellung für Julian Brandt. Dann kommt der Ball erstmal von Fährmann und Oczipka auf den Fuß von Dominik Kohr und der macht in der 34. Spielminute das 1:0. Die Gäste verdient in Führung und vom FC Schalke 04 weiterhin weit und breit nichts zu sehen. Auch etwas glücklich jetzt die Umstände. Fährmann und Oczipka sind zwar dran, aber Dominik Kohr schaltet am schnellsten und drischt den Ball dann mit voller Wucht und mit voller Wut auch in den Kasten hinein. 1:0 also für Leverkusen. Konnte noch nicht die Pausenführung sein. Nochmal Schalke auf dem Weg nach vorne. Das erste Mal dann wirklich vorstellig. Radetzky fängt diesen Kopfball von Teuchert aber ohne jegliche Probleme ab. Es stand zur Pause also 0:1, das verdiente Resultat, wie erwähnt, von Schalke nach vorne deutlich zu wenig zu sehen und die Elf aus Leverkusen spielte einen guten Ball. Jetzt wurden die Königsblauen aber mal ein bisschen gefährlicher, sie versuchten es zumindest. Weiser kann den Ball hier zwar erstmal klären, Caligiuri versucht es dann aber aus der Distanz. Gegen Augsburg war er erfolgreich zum 1:1, traf er da. Hier mit diesem Distanzschuss hatte er keinen Erfolg. Die Partie zog sich so dann langsam dem Ende entgegen und es gab immer wieder bessere Möglichkeiten, tendenziell für die Gäste. Ralf Fährmann muss hier wieder eingreifen, verschob damit die Entscheidung in dieser Partie. Dann aber 5 Minuten vor dem Ende wurde es endgültig klar gemacht von Dominik Kohr, Doppelpacker Dominik Kohr, 86. Spielminute und die Pfiffe in der Felddienstarena wurden so langsam richtig laut und ohrenbetäubend. Extrem schwach, was Schalke hier wieder spielte. Man muss es leider so ausdrücken. Ralf Fährmann konnte einem nur leid tun. Er tat alles dafür, hier irgendwas rauszuholen. Aber
Dafür war die Verteidigung einfach nicht auf der Höhe. Der FC Schalke 04 verliert also das letzte Heimspiel der Hinserie mit 0:2 gegen Leverkusen. Und die können vielleicht mit einem Sieg am 17. Spieltag diese englische Woche einigermaßen abrunden. Nachdem sie zuletzt 2:1 gegen Frankfurt verloren haben, konnten sie sich hier noch besser präsentieren und gewinnen mit 2:0 in Gelsenkirchen. So wie der BVB momentan drauf ist, darf sich der FC Bayern München keine Schwächen mehr erlauben. Jetzt musste man gegen RB Leipzig zu Hause logischerweise dann den Dreier auch einfahren. Man startete gut in die Partie gegen die Elf von Ralf Rangnick, war Niko Kovac Startformation erstmal klasse eingestellt. Halzenberg kann das hier zwar erst klären, trotzdem kommt dann der Abschluss zustande. Kingsley Coman in der erzielten Spielminute gegen Peter Gulaschi. Super Abnahme, aber dann auch eine tolle Parade von Gulaschi. Streckt die Arme nach oben und kann das 1:0 der Münchner verhindern. Knappe Viertelstunde von der Uhr von Leipzig kam nach vorne erstmal relativ wenig. Sie spielten sehr abwartend und wollten dann über Konter nach vorne kommen, wie auch schon gegen Mainz. Aber sie gerieten hier immer weiter unter Druck. Wieder musste Gulaschi eingreifen. Thomas Müller mit einer tollen Direktabnahme. Abermals aber eine starke Tat. 20 Minuten von der Uhr, das Tor für die Münchner war eigentlich überfällig. Serge Gnabry an den Pfosten. Die Situation noch nicht vorbei. Bayern blieb dran. Joshua Kimmich legt nochmal zurück. Thiago wieder Kimmich. Da kommt Leipzig nicht so wirklich dran. Thiago hat wieder den Ball. Thiago schießt dann einfach selber mal drauf. Und wieder der Ungar im Kasten der Leipziger. Nicht zu bezwingen. 5 Minuten dann noch bis zur Pause. Und jetzt Leon Goretzka mal aus der zweiten Reihe mit dem 1:0. Drittes Saisontor. Und das hochverdiente Führungstor für die Gastgeber. Da konnten sie sehr zufrieden sein in der Allianz Arena. Die Zuschauer, die gekommen sind, wie immer volles Haus. Und jetzt so ein klasse Tor von Leon Goretzka. Hier im Doppelpassspiel mit Thomas Müller. Und dann ist der Abschluss auch perfekt. Nichts mehr zu halten für Gulaschi. Der beste Mann im Aufgebot der Leipziger kann hier mal gar nichts dagegen anstellen. Leipzig wollte jetzt im zweiten Durchgang aber eine bessere Figur machen und kam dann hier auch besser in den zweiten Durchgang hinein. Klostermann mit der Flanke und Werner hat dann Pech, dass Neuer da ist. Aufmerksam in der Situation ist der deutsche Nationalkeeper zur Stelle. Aber die Gäste wurden noch stärker. Knappe Stunde jetzt gespielt. Sabitzer auf die rechte Außenbahn zu Lukas Klostermann. Wieder Marcel Sabitzer und diesmal ist Timo Werner da und kann das 1:1 erzielen. 11. Saisontor. Und wenn der bislang getroffen hat in dieser Saison, hat er immer 2 Dinger gemacht. 5 Doppelpacks bislang in der Saison. Und das würde ja dafür sprechen, dass er ja auch noch einen Treffer erzielen könnte. Aber erstmal das 1:1 extrem wichtig für RBL. Ein Punkt hier mitzunehmen wäre sicherlich der größere Erfolg für den Gast aus Leipzig. Und Werner konnte sich nach diesem Klasse-Schuss dann zurecht feiern lassen. Wie konnte Bayern damit umgehen? Sie brauchten jetzt ein wenig, um sich davon zu erholen, spielten dann aber wieder besser nach vorne als im ersten Abschnitt des zweiten Durchgangs. Und Leipzig ließ es vor allem auch wieder zu. Lewandowski auf Serge Gnabry und da ist Thiago und was für ein Traumtor von Thiago Alcantara. 72. Spielminute und der FC Bayern München war wieder in Führung. Was für ein klasse Tor. Überragend gemacht. Da lässt er sich zurecht feiern. Was für ein Treffer. Ist auch im Endeffekt ein wenig Glück mit dabei, aber trotzdem, den so reinzuschweißen, das ist sensationell und kann ihm so einfach keiner nachmachen. Der Ball hoppelt leicht, dann lupft er ihn auch ein Stückchen an. Für Gulaschi ist da gar nichts mehr zu parieren und der schlägt dann perfekt ein. Und Thiago kann sich feiern lassen, aber Leipzig gab sich nicht auf. Wollte direkt im Anschluss an dieses 2:1 wieder zurückkommen. Kevin Campbell und dann Sabitzer bekommt von Klostermann den Ball wieder und Manuel Neuer mit einer sensationellen Parade, wie schon Gulaschi im ersten Durchgang. Ein klassisches Spiel von beiden Torhütern. Es hätten noch mehr Tore hier fallen können, wenn nicht eben überragende Männer hinten drin gestanden hätten. Hält dann damit das 2:1 fest, noch war nicht Schluss und nochmal der Gast aus Leipzig. Klostermann, sehr auffällige Partie und Werner mit dem letzten Abschluss der Partie. Es blieb also bei diesem 2:1. Der FC Bayern München gewinnt dieses Spitzenspiel nicht unverdient über die 90 Minuten gesehen. Kann sich Niko Kovac als glücklicher Sieger sehen und der FC Bayern München zieht so den ganz wichtigen Dreier gegen den Konkurrenten ein.
Werder Bremen gegen Hoffenheim, eine Partie, die vor ein paar Wochen eine noch größere Spitzenpartie gewesen wäre, aber der SVW ist in den letzten Wochen ergebnistechnisch recht unglücklich gewesen, auch wenn zwischendurch mal ein 3:1 da gewesen war. Gegen Fortuna Düsseldorf war es unter dem Strich keine gute Phase in den letzten Wochen der Werderaner. Sie wollten hier gegen Hoffenheim aber den Heimsieg einfahren, sie versuchten es, aber eben die Szene, da kam nicht wirklich was Gefährliches bei raus und sie probierten es, versuchten es, aber Hoffenheim, sie sehen es, stand hier extrem tief, wollte erstmal zu Null stehen, wie schon gegen Borussia Mönchengladbach und sie kam dann einfach nicht durch. Der SVW bemühte sich hier wenigstens ein Spiel aufzuziehen, aber es gelang schlicht und ergreifend nicht. Der anschließende Eckstoß dann mal getreten, da ist dann Moisander, der setzt den Kopfball aber direkt auf das Dach und dadurch wurde es dann nicht wirklich gefährlich. Keine schön anzuschauende Bundesliga-Partie zweier eigentlich spielstarker Mannschaften, die davon aber leider nichts wirklich aufs Feld bringen konnten. Und so ging es dann folgerichtig mit 0:0 in die Pause. Julian Nagelsmann müsste sich noch einiges einfallen lassen, damit hier irgendwas nach vorne gehen sollte und der SV Werder Bremen vielleicht den ein oder anderen Abschluss dann noch mehr wagen. Und sie versuchten es weiterhin und hatten jetzt auch mal ein bisschen mehr Platz. Eggestein mit dem guten Ball auf Gebre Selassie. Das war kein Abseits, Gebre Selassie, aber Kader Rabeck passt dann auf. Beim SVW läuft keiner durch. Pizarro war auch nicht auf dem Feld, der bei sowas dann mal lauern würde. Weiterhin also 0:0. Doch die Drucksituation wurde vom SVW immer weiter erhöht. Gebre Selassie bringt die Flanke hier auf Max Kruse und der mit dem 1:0, aber die Fahne geht hoch und das sehr schön rausgespielte Tor, das auch jetzt verdient gewesen wäre, zählte nicht. Unglücklich für Werder Bremen, aber wir werden es gleich sehen. Kruse einen Schritt zu weit im verbotenen Raum und dann wurde das Tor zu Recht aberkannt. Jetzt mal Hoffenheim. Ein einziges Mal im gegnerischen Strafraum und dann schlugen sie zu und das war jetzt kein Abseits. 70. Spielminute 0:1 und der Brasilianer stellte diese Partie einmal auf den Kopf. Unglaublich ärgerlich für Werder Bremen. Die machten die Partie auch nicht viele Chancen rausgespielt, aber sie hatten eben einen Großteil des Ballbesitzes und auch ein Großteil der gefährlichen Aktionen im gegnerischen Strafraum, wenn nicht sogar alle. Aber es kam nichts bei raus. Und so dann dieser Punch von Joel Linton 20 Minuten vor dem Ende. Wie konnte jetzt Werder Bremen drauf reagieren? Sie versuchten es logischerweise nochmal. Zumindest ein Punkt sollte da noch rausspringen. Theodor Gebre Selassie, der rechte Verteidiger mit einer guten und auffälligen Partie. Eggestein wieder auf Gebre Selassie. Die Flanke ist dann gar nicht verkehrt, aber wieder ist keiner da, der lauert. Und unglücklich und sinnbildlich für diese Partie, diese Situation für Werder Bremen. Sie gaben logischerweise nicht auf. Sie wollten es auf Ach und Krach irgendwie auf Biegen und Brechen raushauen, aber es sollte einfach nicht mehr funktionieren. Rashica in der letzten Szene dann auch noch sehr unglücklich. Hoffenheim gewinnt absolut schmeichelhaft mit 1:0 beim SV Werder Bremen. Der dürfte höchst enttäuscht sein, hier nichts mitgenommen zu haben. Bitter für den SC Freiburg, einen Konkurrenten im Abstiegskampf, zuletzt 2:0 unterlegen gewesen zu sein. Gegen Düsseldorf unterlag man eben und das war doch relativ schmerzhaft für die Elf von Christian Streich. Aber sie sind dazu in der Lage, das aufzufangen. Hier hatte aber Hannover 96 erstmal das Zepter in der Hand. Kaum zu glauben, die Elf aus dem Norden eigentlich extrem verunsichert. Trotzdem waren sie hier gar nicht so schlecht aufgelegt. Vielleicht einfach mal ein Zeichen setzen, jetzt nochmal vor der Pause im Winter zwei Siege einzufahren. Schwegler dann mit der Übersicht auf den mitgekommenen Felipe, der hatte keine Lust mehr, sich das hinten anzuschauen, kam damit nach vorne und hätte sogar fast zugestochen. Trifft hier nur den Außenpfosten, unglaublich, der Innenverteidiger mal mit Gefahr im Verzug. Etwas über eine halbe Stunde gleich gespielt, Schwegler und dann ist das wieder Felipe. Das bedeutete auf der anderen Seite auch, dass Freiburg nach vorne nicht viel zustande bringen konnte, wenn nicht gar überhaupt nichts. Und Schwolo konnte hier glücklich sein, nicht eingreifen zu müssen. Klasse Party von Hannover, der Treffer fehlt und dann nochmal ein Innenverteidiger. Kevin Wimmer nach dem Eckstoß mit nach vorne gekommen. Unglücklich per Kopf hier dann nur das Aluminium zu treffen. Es ging dann mit 0:0 in die Pause, sehr unglücklich für Hannover 96. Die hätten sich hier locker die Führung verdient gehabt und Freiburg konnte wirklich von Glück sprechen, dass es hier eben noch Remis stand. Im zweiten Durchgang versuchte es dann der Sportclub zumindest mal, gewann hier dann diesen Ball. Felipe verliert ihn eben, Koch und Haberer. Dann sollte es mal schnell nach vorne gehen. Waldschmidt mit dem guten Ball auf Mike Franz, der über die linke Seite unterwegs ist, sich da auch dann
durchsetzen kann. Der bringt dann die Flanke, aber das ist dann auch alles andere als gefährlich. Schwaches Spiel der Freiburger, so hat man sie zu Hause vor allem sehr, sehr selten erlebt. Hannover 96 wollte jetzt irgendwie einen Dreier einfahren. Über Ewigkeiten eben auswärts nicht mehr gewonnen, aber es blieb dann auch dabei. 20 Minuten knapp vor dem Ende, die letzte Möglichkeit der Partie, in dem zwei Mannschaften aufeinander trafen, die nach vorne einfach nicht so viel zustande brachten. Hannover 96 hätte, wenn, diesen Dreier überhaupt verdient gehabt, aber sie trafen das Tor nicht und so geht dieses 0:0 dann auch in Ordnung. Der erste FSV Mainz 05 spielte gut gegen Leipzig, kassierte am Ende aber eine 1:4-Pleite, relativ deftiger Art. Jetzt kam Frankfurt in die Opel Arena und die starteten so, perfekt. Ante Rebic in der vierten Spielminute mit diesem Traumtor und die Gäste mal wieder in Führung. Nach zwei Pleiten in Folge hatte man zuletzt gegen Leverkusen wieder einen Dreier einfahren können und jetzt machte Rebic mit dieser Einzelleistung die frühe Führung für die Gäste klar. Nicht zu halten für Zentner. Super Aktion von Ante Rebic, der mit Alea und Jovic heute in der Startaufstellung stand. Und hier ist der andere davon. Jovic erstmal von Niakate geklärt. Willems bekommt aber den Ball und den Abschluss. Alea ist dazwischen. Wehrt da so ein bisschen den Ball für seinen Mitspieler selbst ab. Durchaus gefährliche Aktion. Wäre aber auch so sicherlich vorbeigegangen. Dann auch mal der erste FSV Mainz 05. Vorne aktiv. Sie drückten und dann Öztunali lauert. Und kann Jean-Philippe Mateta den Ball auflegen. Und in der 27. Spielminute stand es dann plötzlich 1:1. Ein Fehler in der Verteidigung von Frankfurt, wie man ihn selten gesehen hat in dieser Saison. Wenn überhaupt, dicker Bock in der Szene. Das muss man verteidigen, das muss man verhindern vor allem. Kevin Trapp kann dann nichts mehr tun. Mateta ist ein eiskalter Knipser und bleibt diesmal kühl und kann zum 1:1. Der Zwischenstand dann erstmal sehr schmeichelhaft für Mainz, aber vor der Pause wurden sie dann doch nochmal gefährlicher. Guter Ball auf Mateta und Kevin Trapp kann sich auszeichnen. Also die erste richtig gute Parade jetzt auch für Kevin Trapp und dann ging es mit diesem 1:1 in die Pause. Ging unter dem Strich dann auch in Ordnung. Jetzt wollte Frankfurt wieder ein bisschen gefährlicher werden und den Dreier hier auf die eigene Seite ziehen. Gelson Fernandes ist dann auch da mit dem Abschluss, aber für Zentner kein Problem. Dann gab es auf der Gegenseite den Konter. Passend zu dieser Aktion, Onisivo legt den Ball zurück, Quaison. Kevin Trapp ist wieder da und kann wieder parieren. Super Aktion und ein super Spiel auch in diesem Derby. Man muss es ja als ein solches bezeichnen. Der anschließende Eckstoß dann von der rechten Seite. Wieder gefährlich und wieder ein Abschluss. Willems ist da, kann den Schuss von Gibberman noch abwehren. Der geht dann zur nächsten Ecke aus. Der resultierte dann aber nichts. Mainz war hier in dieser Zeit etwas dichter dran am 2:1, aber es schaffte noch keines der beiden Teams, den Treffer zu erzielen. Sie versuchten es aber weiter. Auch die Gastgeber in Form von Onisivo, hier aber wieder Trapp dazwischen. Es gab jetzt nochmal einen Freistoß, 5 Minuten vor dem Ende für Eintracht Frankfurt. Willems legt sich den hin und versucht es und das ist gar nicht so schlecht. Aber am Ende geht der Ball vorbei und am Ende war dann diese Partie auch mit 1:1 doch gerecht zu Ende gegangen. Mainz und Eintracht Frankfurt trennen sich zum Abschluss des 16. Spieltages in der englischen Woche mit 1:1. Ein verdientes Resultat, mit dem beide dann auch gut leben werden können. Jo, das war die Prognose zur ersten Bundesliga. Tipp wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten Daumen nach oben und ein Abo würde mich ebenfalls freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.